Hallo alle miteinander. Mein Name ist Marcel und ihr seid natürlich wie immer ganz herzlich willkommen zu diesem, man könnte sagen, kleinen Extra-Video, bevor es dann wieder mit Zeichnen, Animationen, Animationen etc. weitergeht. Außerdem kommt nächstes Wochenende endlich der Stream auf den zweiten Kanal. Ich habe euch lange genug dafür warten lassen, es tut mir echt leid, sorry. Heute geht es speziell um eine Stiftmarke, deswegen diese Einblendung hier oben links. Ich erwähne in diesem Video nicht konstant diesen Stift, also Hashtag Produktplatzierung, Werbung, Sponsoring, whatever. Die Stifte kennt ihr sicherlich, das sind Frixion-Stifte von Pilot. Die habe ich selber noch während meiner Ausbildung vor nicht allzu langer Zeit benutzt und benutze sie teils immer noch. Nur eben nicht für Hausaufgaben. Hat sich das jetzt für den einen Witz gelohnt? Ich glaube, ich kann mir die Antwort denken. Jedenfalls gibt es momentan eine Aktion, bei der man speziell für Frixion-Stifte kostenlos Sticker holen kann. Da gibt es auch vorgefertigte Designs wie zum Beispiel die hier. Allerdings wurden auch ein paar YouTuber eingeladen, ein Design für diesen Stift, also praktisch für euch zu machen, und ihr merkt, worauf das Ganze hinausläuft. Ich wurde auch eingeladen und für dieses Video gesponsert, ein Design für diesen Stift zu erstellen. Also drei Entwürfe werde ich selber machen und mein Lieblingsentwurf, den werdet ihr dann kostenlos für euren Stift haben können. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch am Ende vom Video. Also, das sind die drei Motive. Sehr grob, aber letzten Endes kann eh nur eins von den dreien genommen werden. Also alle jetzt zu kolorieren wäre ein bisschen Zeitverschwendung. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne oben rechts oder einfach unten in den Kommentaren abstimmen, welches Motiv euch am besten gefallen hätte. Die Problematik ist leider, dass ein Stift länglich ist. Das bedeutet, dass das Motiv also ebenfalls diese Dimensionen haben muss. Ich habe mich also für den Pep Ritter entschieden. Ursprünglich wollte ich noch einen Drachen in die linke Ecke mit dazu zeichnen, aber ich glaube, dann wird das ganze Bild erstens zu voll und zweitens ist da nicht mehr viel Platz für die Schrift. Nun denn, mein Lieblingsdesign muss nun also in eine Vektorgrafik gewandelt werden. Vielleicht wisst ihr ja, dass ich für gewöhnlich mit Photoshop digital koloriere und animiere, aber das Ganze ist pixelbasiert. Vektorgrafiken funktionieren etwas anders, die sind nämlich unendlich groß oder klein skalierbar, um es mal übertrieben simpel und kurz zu erklären. Das heißt allerdings, dass ich anstatt Photoshop den Illustrator benutzen muss. Ich hasse Adobe Illustrator wirklich. Ich habe das Programm ein paar Mal in meinem Leben benutzt und ich bin froh, dass das so bleibt. Zeichnen würde ich darauf nicht empfehlen, solange es nichts extrem Simples ist. Alleine schon die Tatsache, dass die Zeichenfarbe die Konturfarbe ist, hat mich wahnsinnig gemacht. Es war nicht ideal. Aber wenn ich meine Erfahrungen mit dem Illustrator zusammenfassen muss, würde ich sagen, es war doch ganz okay. Okay, ich habe die Zeichnung einfach in Photoshop gemacht und in Pfade konvertiert. Ich bin unfähig, lass mich, dafür bin ich im traditionellen Zeichnen etwas akzeptabel. Ich hätte gerne noch ein paar Details dazu gemacht, zum Beispiel so ein Leuchten zum Feuer, aber das ging leider nicht, das Motiv darf keine Effekte oder Verläufe haben. Und hier ist es, das fertige Motiv. Diese Stifteaktion geht übrigens nur noch bis zum Ende des Monats, also September. Ihr habt also noch ein paar Wochen, wenn ihr euch diese Sticker für eure Stifte holen möchtet. Und nein, ich bekomme kein Geld dafür, wenn ihr euch so einen Sticker holt. Das ist einfach nur der Hinweis, dass die Aktion nicht mehr so lange geht. Wisst ihr was? Ich zeige euch kurz mal, wie ihr so ein Motiv für euren Stift zugeschickt bekommt. Hier eine kleine Erklärung dazu. Wenn ihr euch ein Stift von Frixion kauft, der dieser Aktion angehört, dann hebt ihr einfach den Kassenzettel auf. Den fotografiert ihr dann ab, ladet das Foto davon auf der Website hoch, der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Dort habt ihr die Wahl, euch 5 Sticker auszusuchen, da ist unter anderem auch meiner dabei. Den Sticker bekommt ihr kostenlos zugeschickt, ihr müsst euch also keine Sorgen darum machen, dass das Ding zurechtgeschnitten oder beklebt werden muss, das ist schon selbsthaftend und richtig zugeschnitten. Wie gesagt, bis zum Ende diesen Monats habt ihr noch Zeit. Naja, das war ja relativ simpel, das war so simpel, das hat sogar Tobias verstanden. Du weißt schon, dass wir drüben sitzen, ne? Na denn, danke fürs Schauen von diesem kleinen Extra-Video und auch danke an Pentel fürs Anfragen. Ihr wisst, ich nehme sehr selten Produktplatzierungen auf meinem Kanal an, aber das ist eine Aktion, von der ich sage, das ist cool, davon sollte es mehr geben. Eine echt kreative Idee. Und ihr wisst, wie meine Videos für gewöhnlich enden. Ich bin Marcel. Das sind Patreon-Supporter, die mich unterstützen. Und man sieht sich dann auf dem Livestream, auf dem zweiten Kanal.
Drawing Like a Sir TV oder TV hier auf YouTube. Falls ihr es noch nicht wisst, weil ein paar Leute haben gefragt. Und wenn ihr euch wirklich so einen Pep-Sticker holt für euren Stift, dann taggt mich auf Instagram, macht eine Story dazu. Weil ich will das unbedingt mal sehen, wie Leute mit sowas rumlaufen. Ja. Ist überhaupt noch jemand dran? Keine Ahnung. Ciao.